Beim Freerunning ist es extrem wichtig, dass du genau weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Hast du die Vorstellung von den nächsten Tagen, dass es anstrengend wird? Realistisch, dass man Spaß haben wird, das habe ich ihm schon ausgeredet. Und er möchte neue Moves lernen. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Also erstmal nicht zu hoch, erstmal locker nur, dass du die Radwende machst und danach lässt du dich nach hinten fallen, okay? Ja, okay. Ja, nice, Mann. Sauber. Hey, war gut. Mein Ehrgeiz ist es, Leuten zeigen zu können, dass man alles schaffen kann, wenn man fest an sich selber glaubt. Ich gebe dir einen Push, wenn du zu nah ran bist. Okay. Ja. Es bringt nichts, die Sachen ständig zu üben und dann immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Es ist wichtig, sich viel Gedanken zu machen dazu und sich viel mit den Bewegungen zu beschäftigen. Also, da fehlt ja noch ein Mühe. Du machst irgendeinen Trick, du übernimmst dich, fliegst auf die Gusche, dann gehst du lieber nochmal 3 Schritte zurück und fängst von vorne wieder an. Ja, das prägt dich halt und das hilft dir auch im Alltag halt. Stepping, kicking, oh baby, time has come.